HSK oder Steilkegel 40. Tipps und Tricks für die beiden Aufnahmen. Wer wird das Rennen machen? Bleiben Sie dran, gleich mehr nach dem Intro. Boom. 3, 2, 1. Ja, mein Name ist Michael Helle, begeisterter Maschinenbauer und Inhaber von der Firma POS. Heute soll es ums Thema Werkzeugaufnahmen gehen. Natürlich gibt es da die zwei bekannten Vertreter, zum einen Steilkegel 40 und auf der anderen Seite den HSK 63. Beide haben Vor- und Nachteile, aber wir schauen uns das mal an, wie das eigentlich aus heutiger Sicht aussieht. Ja, vor 25 Jahren bin ich angetreten und habe mich mit dem Thema Fräsen beschäftigt und habe da viel dazugelernt in den letzten Jahren. Und vor 25 Jahren hieß es schon, der HSK ist die neue Aufnahme, der Steilkegel 40 wird verloren gehen, ihn wird es nicht mehr geben. Jeder, der heute immer noch natürlich fräst, weiß das, der Steilkegel 40 ist immer noch da und das ist auch gut so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich den HSK mal genauer anschauen, wo liegen denn die Vorteile und Nachteile. Heute soll es einfach ein Stück weit darum gehen, nicht der eine besser oder der schlechtere zu heißen, sondern welche Punkte muss man beachten, je nachdem, was man für eine Bearbeitungsart hat, beziehungsweise welche Maschine man sich neu zulegen möchte. Zu uns kommen sehr viele Kunden, die sich für eine neue 5-Achs-Maschine interessieren und springen relativ schnell trotzdem zum Thema Steilkegel 40. Warum ist das so? Wenn man da dann mal nachfragt, liegt meistens die Ursache darin, dass sie sehr viele Werkzeugaufnahmen schon in der Firma haben, die sie heute verwenden und sie sagen, ja gut, wenn ich mir eine neue kaufe, dann kann ich diese bestehende auch in der neuen Maschine verwenden. Absolut in Ordnung. Ich als Schwabe muss das sowieso verstehen. Von dem her legitimes Argument, müssen wir einfach so stehen lassen. Auf der anderen Seite wissen Sie ja, Erfahrung schlägt man nur noch mit einem, nämlich mit noch mehr Erfahrung. Und so darf ich heute auch sagen, ich habe ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen, war beim namhaften Maschinenhersteller als Geschäftsführer und kam dort auch in mein Büro, neue Tätigkeit und habe einen relativ großen Stapel vorgefunden. Mit leider Rechtsstreitfälle. Jeder, der POS kennt, wir haben keinen einzigen Rechtsstreitfall. Wir vermeiden solche Themen und finden Lösungen. Aber wenn man dann mal diese Fälle, und das hat mir viel gelehrt, anschaut, dann waren da sehr viele Fälle dabei, wo es um 5-Achs-Maschinen ging mit Steilkegel 40. Guckt man sich das jetzt mal genauer an, und das versuche ich jetzt mal in der Kamera zu fassen, dann wird es eventuell ein bisschen deutlicher. Schauen wir uns mal den Steilkegel 40 an, vom Aufbau her. Hat Vorteile, hat aber halt leider wie alles in der Technik auch Nachteile. Gehen wir Schritt für Schritt durch. Das eine fängt oben an, das heißt, hier haben wir ja, meine Finger repräsentieren das jetzt, die Spannzange, die einfach die Werkzeugaufnahme hält. Funktioniert soweit, oben in der Spindel sitzt ein Spannpaket, welches die Werkzeugaufnahme hält. Alles gut. Aber was passiert denn, wenn wir jetzt schneller drehen? Wir drehen diese Werkzeugaufnahme schnell, das heißt mit hohen Drehzahlen. Dann passiert Folgendes. Das heißt, die Werkzeughalterung geht mit der Zentrifugalkraft auseinander. Das heißt, durch die Rotation werden die Klammern eher nach außen getreten. Wenn wir das vergleichen im HSK-Bereich, dann haben wir im HSK-Bereich diesen Effekt. Wir spannen so rum. Das heißt, umso schneller ich sogar drehe, umso besser hält das Ding. So, das ist ein Punkt. Jetzt haben wir oft bei den 5-Achs-Maschinen höhere Drehzahlen. Das heißt, das kann schon zum ersten Ärgernis führen. Deshalb dort bei der 5-Achsigkeit einfach schon mal der erste Punkt für der HSK. Der zweite Punkt, und das ist eigentlich meiner Meinung nach mit der wichtigste Punkt, ist das Thema Z-Ausdehnung, Z-Genauigkeit. Wenn Sie das jetzt mal nochmal beim Steilkegel 40 anschauen, dann haben Sie dort diesen Kegel. Meine Hand repräsentiert jetzt die Spindel.
Und wenn wir genau hinschauen, hier dazwischen haben wir Freimaß. Das heißt, da liegt nichts an der Spindel. Und wenn jetzt eine Spindel sich weidet, warum weidet die sich? Weil sie wärmer wird, dann dehnt sie sich aus. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, ich habe aber Spindelkühlung. Ja, hat man, aber die Spindelkühlung wirkt nach außen. Die Wärme tritt trotzdem nach innen. Und Sie haben hier jetzt, wie ich gerade in meiner Hand, eine eiskalte Werkzeugaufnahme. Dann geht einmal die Spindel, der Innenkonus, auf und die Werkzeugaufnahme schlupft weiter rein, beziehungsweise, wenn es eng wird, weiter raus. Sie sehen schon, da passiert was in Z. Wenn wir das jetzt einmal Dreiachsbeispiel machen, dann haben wir einfach hier jetzt mal eine Toleranz vom 100stel beispielsweise oder vielleicht auch mal 200stel. Kann man bei einem Dreiachsteil noch akzeptieren. Die Thematik ist jetzt aber bei der Fünfachsigkeit. Habe ich hier ein 100stel und jetzt drehe ich das Teil herum und jetzt mache ich hier den gleichen Fehler nochmal. Das heißt, ich verdopple diesen Fehler auf dem Durchsatz und deshalb kommt es da ganz schnell dann mal auf einen Umschlag auf 400, 500stel einfach allein durch die Z-Ausdehnung. Und das passiert beim Stellkegel 40, weil man eben diese Plananlage unten nicht hat. Der HSK hingegen, der hat ja, wenn man mal anschaut, hier unten diese geschliffene Plananlage. Das heißt, hier liegt er in Z an und da kann nichts rein und raus rutschen, sondern er liegt an und somit erreicht man einfach das bessere Z-Maß und hat einfach mehr Ruhe, gerade beim Thema Umschlag. Was bei der Fünfachsigkeit ja ausschlaggebend ist. Man kauft sich ja eine Fünfachs, um das Teil fertig zu machen. Eben nicht nochmal nachfitscheln zu müssen, wie bei der Dreiachs oder bei anderen Operationen, sondern man will das Teil aufspannen, fertig machen, fertig. Das ist ein sehr großer Einflussfaktor. Das ist HSK. Und auch die Kraftaufnahme, wenn man sieht, wo nimmt die Spindel an der Stellkegel 40 die Kraft auf, nur am Kegel. Wenn jetzt hier die Fräskraft kommt, muss der ganze Kegel diese Kraft aufnehmen. Ja, also keine Schulteranlage. Und hier bei der HSK-Aufnahme haben wir natürlich durch diese Plananlage haben wir natürlich eine Seitenauflage. Das heißt, wenn hier die Kraft kommt, liegt es direkt hier auf dem Bund an und wir haben einfach da die Vorteile. So, jetzt fragen Sie sich natürlich, was sagt denn der Helle? Alles neutral. HSK ist doch jetzt wieder klar im Vorteil. Jetzt müssen wir leider, wie immer in der Technik, auch zu den Nachteilen kommen und die müssen wir einfach beachten. Gehen wir mal kurz nochmal auf den Stellkegel 40 ein. Stellkegel 40 ist einfach ein super robuster Kollege. Was hat er für Vorteile? Das heißt, wenn hier jetzt der Schmutz kommt, fällt er dran vorbei und fällt einfach runter. Wenn er ausgeblasen wird durch die Spindel, bläst er hier den Dreck weg und alles ist in Ordnung. Wenn wir hier IKZ durchjagen, dann haben wir hier eine saubere Andocksituation, die unkritisch ist. Alles hervorragend und sehr stabil. Auch hier wieder ein Vorteil für die Stellkegelaufnahme. Und gucken wir uns das jetzt mal an bei so einer HSK. Und da kommt ein ganz klarer Tipp, weil es geht einfach Richtung HSK. Dann gucken wir mal da rein. Das heißt, wir haben heute hier ein Thema wie eine Kaffeetasse. Das heißt, der Schmutz kann hier reinfallen, auch beim Abblasen liegen vielleicht irgendwo Späne rum. Das heißt, da können Späne reinkommen. Das heißt, hier ist einfach ein bisschen mehr Pflege angesagt, indem er hier den Innenbereich ständig reinigt. Wenn wir ganz genau reinschauen, ich hoffe, das kommt rüber, dann sehen Sie da innen so ein Röhrchen. Ja? Und dieses Röhrchen, schwäbisch würde man sagen, das hat der Teufel gesehen. Da muss man wirklich aufpassen und zwar immer, großer Rat, großer Tipp, in jede Werkzeugaufnahme so ein Röhrchen reinmachen. Das Röhrchen ist dafür zuständig, dass eine Übergabe vom Kühlmittel auf die Werkzeugaufnahme stattfinden kann. Ist das Röhrchen nicht drin, ja, da kann man, der Oberschwabe sagt ja, er spart sich das Röhrchen weg bei HSK-Aufnahmen, die gar nicht für IKZ gedacht sind. So, jetzt was passiert, man schaltet aus Versehen doch mal IKZ ein, dann spülst diesen Innenraum und wo geht jetzt das Wasser hin und der Druck? Und jetzt kommt eine Riesenbaustelle, geht rückwärts die Spindel hoch und somit fluten sie die Spindel von unten und ihr Spindel ist defekt. Egal, ob das bei POS ist oder beim Wettbewerb, das ist generell immer das gleiche Thema.
Und da können wir einfach uns schützen, indem wir dieses Röhrchen reinsetzen. Jetzt bleibe ich leider bei dem Röhrchen. Es gibt immer wieder Fälle, das schauen Sie mal, wie sieht das aus. Das heißt, hier haben wir so ein Röhrchen. Das Röhrchen setzen wir dementsprechend auf. Das heißt, das ist die Spindel, das Röhrchen dockt an. So, und alles gut, jetzt wird hier Kühlmittel übertragen, geht wieder raus. Schauen Sie sich mal so Röhrchen genau an, dann sehen Sie hier so Markierungen. Ja? So einfach, was ist denn da passiert? Deshalb habe ich das Beispiel. Hier hat sich ein Span zwischen rein verklemmt. Das heißt, hier muss man darauf achten, dass die Werkzeugaufnahme, wie vorher erwähnt, im Innenbereich sauber bleibt, sodass beim Ausblasen der Span nicht nach oben getrieben wird und sich eventuell da drin verklemmt. Kann dazu sogar führen, dass das Werkzeug gar nicht mehr auf der Spindel geht. In dem Fall war das so. Und man hatte das dann beim Spindelhersteller dann wieder entfernen müssen. Und der Kunde hat sogar ganze Spindel benötigt. So, also einfach darauf achten, hört sich horrormäßig an. Nein, ist es nicht, sondern wir haben viele Kunden, da geht es nicht so wie im Rheinraumzentrum, sondern es funktioniert, aber man muss einfach ein bisschen mehr am Ende aufpassen. Wenn wir nochmal darauf eingehen, dann haben wir hier nochmal ein Thema, und zwar nochmal Spindel oben. Hier drin sitzt eine Dichtung, ein Dichtring. Auch da immer wieder bitte darauf achten, dass Sie dies schauen, dass da drin gefettet ist. Und dass da ein Dichtring, dass der nicht verletzt wird. Wie kann der jetzt wieder verletzt werden? Denn dieses Röhrchen ist ein Pfennigartikel. Aufpassen bei den Herstellern, dass das zum einen sehr gradfrei ist, dass es rund in der Situation ist und nicht oval und dass es einfach auch oben keine scharfen Kanten hat. Nur so ist es gewährleistet, dass hier nichts passiert. Kleine Aufmerksamkeit und dann habt ihr viel Spaß mit dem HSK. Und zu guter Letzt auch noch ein wichtiger Punkt, das ist schwierig zu erklären, aber auch HSK-Aufnahmen, spart da bitte nicht, gebt ein bisschen ein paar Euro mehr aus. Hier innen sitzt, so wie vorher meine Finger, jetzt die Werkzeugaufnahme, ist so ein Hinterschnitt. Und dieser Hinterschnitt ist nicht ordentlich toleriert von der Norm. Der kann relativ rau sein, wenn man es bei günstigen Herstellern kauft. Und das macht eure Spannzange kaputt, weil da sehen Sie nicht dran hin. Und jeder meint, es ist in Ordnung, aber genau da hinten reibt die dann ständig und das macht dann Spannzange und die Werkzeugaufnahmen kaputt. Also einfach darauf achten. Zusammengefasst sagen wir eigentlich in Summe, dass wenn Sie fünfachsig gehen, bitte, egal was Sie kaufen, HSK. Weil dann haben Sie einfach mehr Freude, mehr Spaß, mehr Genauigkeit, mehr Stabilität, zumal Sie bei HSK einfach auch eine bessere Auskragung haben können. Das wissen Sie. Manche Vergleiche gehen ja so weit, dass Sie sagen, HSK 63 wird mit dem Steigkegel 50 von der Stabilität verglichen. Kann man jetzt drüber streiten. Aber Sie haben bei der Fünfachsigkeit oft auch längere Werkzeuge und dann haben Sie damit einfach mehr Spaß. Steigkegel 40 bleibt trotzdem. Nicht verschrecken oder nicht falsch verstehen. Wir verkaufen im Jahr immer noch am meisten auch die Dreiachsmaschinen. Da ist der Steigkegel 40 vorherrschend, da passt er, da ist er super, da ist er klasse und da ist es auch sicherlich eine super Sache. Also zusammenfassend, grob dreiachsig kann man Steigkegel 40 noch lassen, wobei da wir auch immer mehr HSK-Freunde finden. Bei der Fünfachsigkeit sagen wir, ist HSK 63 die Zukunft. Höchstens bei Ihnen kommt es auf ein paar Hundertstel nicht drauf an, dann können Sie ganz gemütlich natürlich noch einen Steigkegel 40 einsetzen. Aber wenn wir mannarm professionell Teile fertigen wollen und ohne Mannaufwand fertig fräsen wollen und auch das Thema Automation ein Riesenthema ist, dann bleiben Sie da auf dem Weg der HSK-Situation, dann haben Sie viel Freude. Ja, mich persönlich würde es einfach freuen, wenn Sie mal bei uns reinschauen würden. Genau diese Dinge haben wir mit viele andere zusätzliche Tipps versehen. Wir haben eine komplette Checkliste erstellt, auf was man da achten muss. Wir haben Vergleiche gefahren, HSK, Steigkegel 40 bei der gleichen Maschine, wo hält das Werkzeug länger. Lauter solche Themen, die präsentieren wir Ihnen gerne, wenn Sie zu uns kommen. Mich persönlich würde es auf jeden Fall riesig freuen. Machen Sie heiße Späne, Ihr Michael Helle.